Hallöchen und herzlich willkommen bei Arc Pur Ruhr. Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind heute hier in der Zuchtecke. Wer sie noch nicht kennt, für Kleintiere und sowas, die züchten wir hier. So, und das machen wir nicht ohne Grund, denn wir wollen heute mal die Megatherien züchten. So, schauen wir eben nach, welche wir da haben. Ein High-Level hatten wir, glaube ich, ne? Ja. Er sollte 449 sein. Warte. 419, 404, 404 und ja, 4, wir werfen mal alle raus und dann gucken wir einfach mal nach wegen den Werten. Dann hoch mal, aber nicht so weit, ne? Ja. So. Schmeiß mal hier vorne raus. Nach draußen regnet es, höre ich gerade. Und es Und gibt. ist am Gewittern, ja. Nummer 1. Ich denke mal von den Farben her gern sind. So, das war jetzt die Musik von Fjördur, die ist jetzt neu drin. So, was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, von den Farben her sind sie nichts Besonderes. Ja, wir können sie ja zur Not verstrahlen. Die Musik kommt jetzt immer, ich glaube, so um Viertel nach fünf sowas. Mittag und gegen 22 Uhr kommt immer die Musik jetzt. Drei verschiedene. So. So viel dazu. Dann gucken wir jetzt mal nach den Werten. 48, 59, 68. Also ich gucke mal nach Leben, Ausdauer und Kampf. 57, 57, 59. Hört sich schon besser an. 58, 49, 57. 65, 54, 75, ja, das ist der höchste. Also würde ich sagen, dass wir die hier nehmen. Und dies. Was machen wir mit den anderen beiden? Ja, wenn die von der Wette her nichts sind, bringt uns das ja nichts, weil wir damit züchten, also weg, ne? Ja, dann kannst du die. Ach so, ich tue die Kryopods mal weg. Ich guck mal eben. Nach Dings, nach hier, wie heißt es? Sattel? Battle? Ja. Oder hast du schon welche gemacht? Nö, ne? Nö, ich jetzt noch nicht. Nö. Ah, Sattel. Mega. Oh, sollte man auch richtig schreiben. Mega. Derium. Ein fertigen Sattel haben wir. 88. Ja, zum Umsetzen reicht das doch. Ja, und sonst? Gucken, ob wir überhaupt einen Bauplan haben. Oh, wir haben einen Bauplan mit 198,8. Amazing. Könnte ich eigentlich gleich mal zwei Stück bauen, normal, ne? Was wir haben, was haben wir? Ja, warte, ich setze die eben dahin, die weg können. So, das war. Der bleibt. Du kamst weg. Der ganz hinten. Ach, habe ich gar nicht drauf geachtet. Sind das Männchen und Weibchen oder müssen wir die Ja, das umdingsen? ist ein Weiblein und du bist ein Männlein, ein Pärchen, das passt. Sehr schön. Brauchen wir nicht umdingsen. Was denn jetzt hingestellt? Da vorne. Ganz weit weg von den anderen, damit du die nicht auch Ja, mal ja. mit umnietest. Ich habe jetzt bloß nach Geschlecht geguckt, von daher habe ich jetzt nicht gesehen, wo du hingelaufen bist. Ich gehe dann schon mal davor. Der war so lange im Kryo-Schlaf hier, der hat schon 60 Level, ne? Da, ihr dürft euch noch mal kurz unterhalten. Weil wir wissen, was kommt.
setzt er sich schon mal gemächlich hin. Der setzt sich auch hin. Bleibst du dann eben da? Ja, warte, ich wollte mal eben noch ein Bild machen. Okay. Noch ein Abschiedsbild. Oh. Da sind sie, die kleinen Brechen. So, bin da. Dann mach weg. Gut. Mach weg, bevor es Eier legt. Ja. Meinst du, ja? No. So, Nee. dann Schon wieder so viel Pelz. den fertigen Sattel tue ich wieder in den Schrank rein erst. Erstmal, ne? Oh. Gehen wir eben das Fleisch und so ausladen. Ja. Ach Weil Pelz so, ist mir relativ schwer. ja, wie ihr hier gerade sehen könnt, wir haben schon fast alle Skins von Viking jetzt zusammen. Die werden wir nachher auch noch mal zeigen. Was uns nur fehlt, sind die Schuhe. Die Schuhe haben wir noch nicht. So, jetzt mal gucken. Fasern. 24.000 und 50.000 brauchen wir an Fasern. Fasern, wie viel ist denn im Schrank drin? Ach, klar, haben wir. 50, 1, 2, 3. Pull, schick, haben wir. Die Pull-Funktion, die kriegt ihr mit der S-Plus-Mod. So, als nächstes Leder. 120.000 brauchen wir dann. Leder sollten wir aber auch mehr als genug haben, Glaub. ne? Sourcenbox da, ja. 120, 1, 2, 3. Ja, wenn nicht, dann muss ich die Tage noch mal los. Nö, haben wir. Gut. Ja, ihr seht, dass ich das dann immer hochziehe. Ich mag das nicht, wenn das so unsortiert in der Werkbank ist. Auch wenn das meiste gleich verbraucht wird beim Bauen, aber das mag er nicht. Habe ich schon so oft ein paar auf den Deckel gekriegt. Ja. So, als nächstes Metall. 20.000. Da hole ich noch 10.000 dabei. Fertig. Metallbarren müssen wir noch im Ofen haben, ne? Ja, da Forge. 10.000. Ach, warte, wir haben im Grinder haben wir auch über 20.000. Ja, nehme ich da mal 10.000 raus. So. Oho. Müssen wir so langsam alles haben, ne? Zement noch. 20.000 braucht 40.000. Okay, Zement. Guck jetzt mal hier, wie viel Arretinapaste der gesammelt hat. 2.000, das lohnt nicht, Warne. Warte, ich guck mal hier in die Aratina-Kiste. Ja, bin schon dran. Das kann er. Ach, klar, haben wir. Läuft. Wie viel hatte ich gesagt, Zement? 20.000, ne? Ich glaube. Läuft, haben wir. Ach ne, 20.000 für einen, haha. Du hast vorhin aber irgendwas von 20.000 gesagt. Ja. Wolltest du dir deinen selber bauen wegen Erfahrung? Nö, ich bin da schon gut an dich rangekommen. Macht nun. Bekommt Gut. sowieso immer die meisten Prozente. Der erste wird gebaut. Sehr Der schön. erste ist für Mini. Oh. Kannst sie rausnehmen und dann einfärben. Okay. Das mir irgendwann mal aufmacht. Oh, 202. Her. Den zweiten gönne ich mir. Mach da. Wie viel Prozent habe ich denn drauf gekriegt bei dir? Moment. 2,3. Das ist nicht schlecht. Oh, 210. Ich habe 6,9%. Okay. Ey, ja.
Das tut mir wirklich fast leid. Hab dich auch gerne. Da seht ihr mal, was der Pyro immer alles mit mir macht, ne? Ich mach bei mir auch meins auf dem Männchen drauf, den Sattel, ne? Ja, mach du Mann. Juhu. Gucken, wie wir den einfärben können. Wenn ich es mal richtig sehen würde. Natürlich hat er mir die Schnallen angemalt, was auch nicht soll. Ich hab meinen bemalt. Ja, ich noch nicht. Alles. Dazu fällt mir nur ein Haha. Aha. So, aber die verstrahlen wegen Farbe, ja, ne? Hm. Ja. Und das noch grün. Okay. Farbe wegtun. Gut. Zack. So was. Taucht sie ab. Okay, dann mache ich von alleine. So. Oh Gott, dann ab nach hinten zum Tech. Ja, den kann ich nicht langsam machen. Ja. Wir müssen auch dran denken, dass wir die Tiere dann 5 Minuten nicht bewegen können. Ja, die haben wir ja sowieso. Bei unseren Einstellungen haben die eine Schwangerschaft, ich glaube, von 45 Minuten. Hm. Bist du da? Ja, ich bin hinter dir. Gut. Ja, ich kann nicht rennen, tut mir leid. Alles gut. Wir warten ja, ist ja kein Problem. Alles wartet wieder nur auf Mini. Wie immer. Gar nicht wahr. Oh, wenn du da stehst, könnte ich dich als Bremsklotz benutzen. Klar. Muss nur aufpassen, dass nicht dran vorbei wächst dann. Ah, bin da. Ja, wenn das so ruckelt, habe ich dann immer gerne einen Bremsklotz. Ja. Falls sich einer wundert, dass ich den nicht levele. Also die Tiere zum Züchten, die leveln wir nicht, damit wir immer noch die Grundwerte sehen. Yes. Rampelt. Schultertiere, ja. Schultertier mache ich jetzt nicht weg. Nö, passiert ja nichts. Bin wieder da. Okay. Aber wir könnten die, ja, wir stellen die ja direkt zusammen, damit sie nirgendwo eine Tülpe machen können, ne? Meiner steht. Mhm.
So, ich könnte auch mal eben umladen hier. So. Das sind immer so die Sachen, die wir hinten, die wir hier reinsetzen. Zack. Nur ich muss sowieso erst einen Pinöppel umschalten. Ja. Ach, Moment, er macht es mir wieder nicht auf. So, das sind die Mutatoren. Die Grundeinstellung vom Mutator, der Effekt gibt, wenn die sich paaren, dass dann Mutationen hervorgerufen werden. Und die meisten Mutationen gehen dann auf die Paaren. Mutation Pulse, genau. Den wollen wir doch haben. Gucken wir mal Mini an, wie viel Grün sie drin hat. Okay. Was? Wie viel Grün du drin hast beim Bemalen? Ja, viel, das weißt du doch. Nö, hast nicht viel drin. Nee, nur den Sitz oben. An der Seite die Kante und die Schnallen. Ist aber Also dreimal den rot und dreimal Metallteil. grün. Ja. So. Kann ich starten? Warte, sie stelle ich schon mal auch befruchten lassen. Ich meine auch Paarung. Jupp, dann kannst du starten. Okay. Impuls. Und dann 3, 2, 1. Ist raus. So, und jetzt haben die so ein Strahlungszeichen dran. Sprich, man kann sogar zwei Impulse setzen, wenn man will. Je größer die Chance auf Mutation. Und wenn die in der Zeit, wo sie verstrahlt sind, jetzt fertig werden, dann ist der Nachwuchs, der mutiert dann halt. Zumindest ist die Chance dafür sehr groß. Wie gesagt, meistens auch Farben, aber man kann natürlich auch Pech haben, dass man dann so einen Fresser kriegt. Dass die Oder das Mutation. Glück haben, dass es irgendwie auf Kampf oder sowas Ja. geht. Aber wie gesagt, meistens auch Farben. Ach, ich guck mal eben, wo der Giga im Moment immer ist, ne? Ja, mach das. Wo unserem Glück garantiert wieder bei uns. Mal gucken. Giganotosaurus da. Och nö. Wir sind hier oben in etwa und der Giga ist hier unten. Der ist nicht bei uns. Ein Wunder. Ja. Wer die Funktion nicht kennt, das ist von S Plus. Wenn man mindestens vier Transmitter davon aufstellt, kann man genau sehen, nee, fünf Transmitter, ne? Ja, Fünf waren fünf. das. Fünf. Wenn du vier aufstellst, dann kannst du die Tiere lokalisieren mit Standort. Und wenn du fünf aufstellst, dann kannst du die sogar auf Karte sehen. Das geht mit allen Tieren, die auf Karte sind. Deswegen, wenn man dann züchten will, dann züchten sage ich schon. Wenn man was tamen will, ein Hochleveliges sucht oder ein High Level, dann ist das ganz gut. Wenn man da drauf guckt und dann direkt sich auf den Weg macht. Sollte man dann auch direkt tun, weil die Tiere bewegen sich ja auch. Ja, so, die sind fertig. Sehr schön. Noch 2,5 Minuten. Dann können wir sie mitnehmen. Konnte man doch auch sehen, oder? Wenn man sich draufsetzt, glaube ich. Weiter oben rechts läuft dann die Zeit ab. Und in der Zeit können die sich nicht bewegen. Selbst wenn man sie anpfeift oder so, können sie sich nicht bewegen. Und wenn man Flugtiere hat, die können dann natürlich auch nicht fliegen. Genau, drauf geschissen. Und die Schwangerschaft dauert jetzt 47 Minuten bei unseren Einstellungen. 47, ja, dann lag ich ja mit 45 gar nicht so verkehrt. Ja. Da unten seht ihr die Zeit. Du, dann hoffen wir mal, dass was Schönes rauskommt. Denn wir wollen noch mit den Babys, also wenn wir was Gutes rausgezüchtet haben, zwei Stück, wollen wir dann noch mal in die Wedgwood-Höhle da noch mal reinschauen, weil
Ich denke, ihr wisst das schon, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Das Megatherium kriegt jedes Mal einen Buff, wenn es Insekten gefressen hat. Und der Buff besagt, dass es halt viel mehr Angriffskraft hat, schneller ist, mehr Ausdauer hat und Verteidigung hat. Das seht ihr auch daran, werdet ihr ja dann sehen, wenn so eine rote Wolke um den Kopf ist, dann haben die diesen Buff. Und wenn man Wilde sieht, die diese rote Wolke um den Kopf hat, da sollte man am besten einen Bogen drum machen. Das kann ganz schön Aua tun. Weil die machen dann richtig viel Damage. Vorher sind die eher durchschnittlich, so mit Damage und sowas, aber wenn die den Buff haben, dann gehen die richtig gut ab. So, nun käst euch aus da und ne, verdaut die Strahlung. Wie lange noch? Halbe Minute. Ah, ich sehe es. Ich bleib jetzt hier drauf sitzen. So. Was. Na, ihr zwei. Bin ja schon so aufgeregt. Bei mir ist vorbei. Ich gehe schon mal. Ja, ich wollte gerade dann Fotos machen, Banani. Sag das doch. Egal. Denk dran, Regenbogen. das Ding musst du dann, ne, in den Pferch reintun. Ja, da hinten, wo wir die Drachen gezüchtet haben. Nö, das machen wir auch bei den Kleintieren. Okay. Du musst nur über die Kante laufen dann. Und Damit es reinplumpst. damit dann wieder irgendwo festhängen. Du kennst mein Talent. Männchen lasse ich draußen vorstehen. Oh, das sieht so cool hier aus, ne? Ja. Und wenn du auf dem Tier sitzt, kannst du so richtig schön runtergucken, ne? Ja, ich mach gerade auch K. Sieht echt cool aus. Ja, ich traue mich nicht bei dem Geruckel. Ah, das sieht echt cool aus. Hier zeige ich das auch nochmal, wie cool das aussieht. Echt spektakulär. Überanstrengen, die werden eine Mami nicht. Ey, wie lange soll das dauern, bis ich da hinten bin? Schwede ist nicht. So, den Papi setzen wir mal hier in der Ecke. Der macht die werdende Mutti sonst nur nervös. So, mach Platz. Meinst du Genau. so einen Boden? Dann können wir notfalls noch einen Schritt vorgehen. So ist okay jetzt. Jetzt müssen wir nur die Zeit im Auge behalten. Sagen wir 40 Minuten. Okay, müssen wir 45 wieder hier sein auf Uhr. So. Ach so. Die Fjordoskins wollte ich zeigen. Ja. Ach so, warte mal. Ich mache hier hinten schon mal Licht an. Ja, dann Weil könnte dann ich sehen. könnte ich die nämlich hier zeigen. Sprach es werde Licht. Fand im Dunkeln den Schalter. Soho. Haben wir nicht mehr da. Ich baue mal so ein S-Plus-Püppchen. Die Skins waren in der Werkbank, ne? Ja. Die Waffenskins kannst du ja zeigen. Das Beil habe ich schon dran bei mir. Okay. Ja, das Schwert müsstest du dann auch zeigen, weil ich habe kein Schwert. Hab doch meine tolle Pike. Okay. Nehme ich Schild auch mit.
Wir haben garantiert ein Schild hier. Das weiß ich gar nicht. Rüstung. Ach, wir haben so viel schon eingesammelt, aber ach klar. Wir haben ein Schild hier. Deswegen weiß ich das immer nicht, weil wir haben schon so viel gesammelt. Du. Irgendwann hast du da keinen Überblick mehr. Oho. Warte, ich will auch gucken. Mudi, das ist schön, dass du hier stehst. Stand's auch richtig toll. Also wirklich. Aber wir brauchen jetzt das Licht. Wollen uns die Mod-Teile doch angucken. Das war wieder die Musik. Irgendwie kriege ich die immer eine Sekunde später als du. Ja. Achso, wir brauchen einen Wikinger, ne? Wikinger sind auf jeden Fall hell. Fahrlänge machen wir voll. Das ist kein Wikinger. Frisur. Nein. Die nehmen wir so Zöpfe oder sowas, ne? Da, Zöpfe, genau. So. Vergiss nicht mal so einen schönen Bart hinzuzaubern. Ja, machen wir Haarfarbe. Hallo, Haarfarbe. Wir sind auch blond, ne? Ja. So. So blond, dunkelblond. Ja, und den Bart machen wir jetzt dunkler. So. Ach so, die Bartlänge. Vollbart. Den Bart? Moment. Ich brauche doch für die andere Seite zu kommen. Ja, ich sehe das noch nicht. Aha. Ich sehe das ja erst, wenn du da fertig bist. Nein, 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 nein. Naja, das wäre, ne? Ja, dann machen wir mal zum Gucken den Bart. So. Ja, bei mir hat das noch nicht reingeladen. Das ist unser Wikinger. Mach ich mal. Ah, jetzt. So. Dann klopfe ich mir jetzt alles rein. Zack, zack, zack. Wie gesagt, Schuhe haben wir noch nicht. Helm? Bei mir hat er den Helm nicht geladen. Oder bei dir auch nicht. Okay, dann nimmt er den Helm anscheinend nicht an. Dann müssen wir den Helm gleich so mal zeigen. Aber das ist zumindest jetzt mal, wenn du mal rückst, dann kann ich ein Bild machen. So, das ist mein Wikinger. Zack. Zack. Kleidung, ja, die Rüstung, die Hose scheint wie eine, ja, eine Stoffhose zu sein, ne? Oh. Ja. Schwertscheide hat er schon, oh, hat er automatisch dran, ne? Ist ja auch ein Schwert drin. Guck mal was. Cool. Ja, Kettenhemd hat er drunter, das kann man auf jeden Fall erkennen. Metallplatten. Armschienen hat er dran. Ja, sieht cool aus. Oh. Oder nicht? Ja, hat auf jeden Fall was. Hat was, das sind die Skins. Wie gesagt, Schuhe, Leute, haben wir noch nicht. So, dann kann ich euch auf jeden Fall schon mal zeigen, das habe ich dran. Ich gehe mal in Kahnsicht, dann kann man das selber sehen. So. Das ist das Beil. Der Skin für die Axt. Warte, ich stelle mich mal vielleicht anders hin. In dem Licht oder so. Ja. Damit man die Muster vielleicht besser sehen kann. Da, jetzt kann man es sehen. Also da sind richtig Gravuren drin und alles. Also ganz fein gearbeitet. Man sieht auch Schnitzereien da drauf. Ich finde das richtig cool gemacht. So. Dann noch die wegstecken. Dann haben wir noch das Schwert, okay. Jo, da muss man mal gucken. Da habe ich natürlich einen anderen Skin drauf.
Den Skin lege ich mir hier hin. Ach, geht das okay. So, den Skin drauf. Da haben wir das Schwertskin. Ach, sollte ich vielleicht auch in der Hand nehmen, ne? Das macht so. Sinn. Schwertskin. Ui, das sieht cool aus. Oh, da ist sogar Keilschrift drauf. Seht ihr das da? In der Mitte? Das Keilschrift drauf. Holzgriff. Der Riss aus Metall oder Stahl. Sieht auf jeden Fall gebraucht aus. Also es ist nicht so wie aus dem Ei gepellt, sind Kratzer drin. Man sieht Macken da drin. Wikinger-Style halt. Finde ich cool. Was haben wir noch? Achso. Jo. Oh hey. Ja warte, da muss ich auf die andere Seite kommen. Hm? Naja, vorhin. Das sieht cool aus. Oh, das ist groß, ne? Warte. Na toll. Coole Sache. Finde ich cool. So. Das wieder ausrüsten. Schwert weg. Ich habe doch den Skin drauf. Den kennt, glaube ich, jeder. Sieht ja auch toll aus. Ja, ist halt nur bemalt. So, vielleicht von dem Sportsfreund hier mal ein paar Aufnahmen machen. Auch nähere Aufnahmen, dass man das auch sieht. Tja. Ach so, jetzt fehlt nur noch der Helm, ne? Ich lasse mal den Helmskin hier drin, den kannst du rausnehmen, dann kannst du den Helm nehmen. Ja, dann muss ich mir aber einbringen, ne? Wir haben doch garantiert einen Helm im Schrank drin. Naja, deswegen werde ich ja einen holen. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe eben den Gnobel wieder aufgehoben, das packe ich eben weg. Ja, der kommt hier rein. Die Skins haben wir jetzt gezeigt, dann packe ich die in so einen Skin-Tresor, ne? Ja. Ist natürlich hinten in diesem schönen Lager. So, ein paar Skins haben wir ja schon. Ich gehe dann schon mal wieder hinter, weil ich muss gleich noch einschalten, ja. Damit man mal sieht. So, das war wieder die Musik. Ein bisschen mit Lalala zwischen gemacht. Oh, guck, da sind Hörner dran. Dann ist ein genaues Bild. Ups. Ah, hast du? Cool. Ja. Auch so Verzierungen dran und sowas, ne? Cooler. Da oben drauf sieht aus wie eine Schlange, ne? Kannst du mal deine Flügel abnehmen? Moment. Nur die Flügel. Oder Oberteil wechseln. Wenn man das auch von hinten sehen kann. Genau. Ja, das da oben drauf könnte eine Schlange sein. Echt cool aus. Der Helm, der sieht echt cool aus. Ja, hat was. Gefällt nicht. Sehr schön. Würde unsere Rüstung jetzt anders aussehen, würde ich ihn glatt behalten. Ja, also, wenn man über die Tech-Rüste dieses Skins legen würde, würde ich das machen, ja. Oder könnte. So.
Bist du fertig? Dann stelle ich das Ding nicht wieder dahin. So. Wollen wir die Zeit überprüfen? 30 Minuten noch. So, passt. So. Ach ja. Ich habe noch was vor, das kann ich dir gleich zeigen. Moment, ich muss erst den Skin und den Helm wieder wegbringen. Ja, ich muss mir noch was holen. Na, das sollte reichen. Skin noch rein. Das sollte vielleicht damit auch gehen. Da? Ja, Moment, ich muss mal den Helm wegpacken. Bei mir geht das so alles nicht. Ach so. Stimmt, habe ich jetzt das Schild in den Skinschrank gepackt? Also nicht. Bestimmt. Ich habe jetzt bloß das Ding links da reingeschmissen. Ja, ich nehme mich auch, da habe ich. Natürlich. Ist ach, Pyro. Ja. Pyro macht wieder ganz viele Sachen, die ganz viel Freude machen. Ja, natürlich. Aber es fehlt noch ein Kopfskin, ne? Wieso? Wir hatten noch zwei Kopfskins. Stimmt. Hier ist noch ein Axtskin drin. Den kann ich vielleicht auch noch dahin, aber wir hatten noch. Hä? Sehr seltsam. Kann mich auch vertun, aber ich dachte, wir hätten zwei eingesammelt. Ja, das mal eben kurz. Haben wir, glaube ich, im Dungeon. Weil hier hinten ist jetzt nur einer drin. Achso, ich könnte ja mal meinen Helm wieder ausschalten. Ja. So. Aber mir fehlt das Zeichen vom Oberteil. Ich habe das jetzt schon ausgezogen und wieder angezogen. Aber das Zeichen vom Oberteil? Da kriegst du auch kein Zeichen. Sondern ach von ja, der, stimmt ja. Von der Hose höchstens. Musst du ausziehen, wieder anziehen und dann hast du das Speed-Zeichen unten drin. Du musst mich ja nur nackig sehen. Das bringt die Einschaltquoten. Aha. Ach, das war zu kurz. Ah, jetzt ist wieder da. Dankeschön. So. Achso, ja, dann lass uns mal kurz rausgehen. Okay. Warte. Moment. Bänder. Schrägen haben wir noch. Können wir sie schon mal nehmen? Bänder haben wir nicht. Ceilings haben wir auch nicht mehr. Hatten wir unten beim Bauen nicht irgendwas über? So? Hatten wir doch noch so viel über. Ja, wo ist denn das ganze Zeug? Also im Bauschrank nicht. Ach, das ist bestimmt unten geblieben an der Anlegestelle. In der Kiste drin wahrscheinlich. Yay. Egal, sei nicht frisch. Ja, warte, ich komme gerade nicht hinterher. So, nicht nur auf die Zeit achten, ne? Wir haben noch 20 Minuten. In etwa. Okay. Strandbild. Ja, ich auch. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Pyro vorhat. Ja. Pyro steckt immer voller Überraschungen. Immer noch Standbild. Ich bin wieder da. Ich auch. So. Ach, es ist hell. Wir gehen nicht bei Nacht raus. Amazing. Ja, bis morgens. Sehr schön. Hab doch was. Ja. Wir die letzten Male hatten wir immer Glück, sind nachts raus. Mhm. Oder irgendein Widerstand. Ja, da steht ein Kacke hier. Direkt vor mir. Da. Hallo Kacke. Kann ich nicht wieder hauen. Da ist er. Hallo.
Hat sich versteckt, die der Lümmel. Ja. So. Wir müssen dann nach vorne gehen. Das zweite Standbild. Und Standbild. Ja. Aber diesmal zeitig. Oh. Aber mit dem Standbild, das hatten wir ja schon ein paar Mal erklärt, Leute. Ja. Das ist hier eben so. Kann man nichts machen, aber damit kann man eigentlich leben. Denke ich doch. Denn die Option ist ja immer noch, dass das, wenn das alles mal fertig ist, dass es dann auch behoben ist. So, ich bin wieder da. Ja. Sehr schön. Dann darfst du wohin. So, ich habe vor. Erstmal zu gucken, ob Yogi hier ein Level-Up hat. Natürlich. Ist schon so ein Yogi. Der hat 20.000, das reicht. Der kriegt nur noch auf Kampf. Ich habe schon wieder Standbild. Okay. Dann warte ich kurz hier. Wieder da. Sehr schön. Also, ich habe vor, hier einen selbstgebauten gebautes Tor reinzusetzen. Von da nach da. Ich dachte zuerst hier vorne, aber ich will nicht die Figuren verdecken und von den Figuren ablenken. Deswegen dachte ich, baue ich das von hier circa, von der Ecke zu der Ecke. Ja, muss ja auch aufpassen, dass die Kanonen dann noch schießen können, ne? Ja, es reicht ja, wenn die zum Teleporter da vorne hinschießen ja. können. Ich sag's dir nur nicht, dass du die dann aus Versehen zubaust und dann, ne? Wenn Ja. das so. So in etwa. Jetzt muss ich nur noch die Richtung kriegen. Dass die Richtung auch passt. Oh, falsch. Aber die Richtung ist schon mal verkehrt. Wir gehen da irgendwo in eine Walachei rein. Ja, kann auch sein, dass das hier nicht so ganz gerade ist, ne? Ja, da muss man halt die Fundamente dementsprechend ausrichten. Hilft ja alle nichts. So. Aber ich will lieber so gucken. Naja. Damit ich dann Ecke da richtig erwische. Ah. Wieder vorbei, oder? Ja, eine halbe Foundation. Mist. Na 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 na. Pyro hat wieder Spaß. Ja, das will ich schon ordentlich ausrichten. Ja, wenn es nicht ganz passt, dann. Wenn man am Anfang schludert, dann sieht der Rest auch bescheiden aus. Das ist wohl wahr. Also noch meine ersten Bauprojekte. Hölle. Am Anfang klitzekleiner Fehler und der hat sich dann zum Schluss so dermaßen ausgeweitet. So. Ich meine, es braucht ja nicht hundertprozentig ankommen, aber wenigstens einigermaßen. Soll schon ordentlich aussehen. Na. Da siehst du, geht doch. Das kann sich, das kann sich sehen lassen. So, die Ausrichtung haben wir, weil es so schön war. Nehmen wir das jetzt wieder hoch. Yay. Wer sich wundert, mir sind die Fundamente zu hoch. Ich will die jetzt tiefer setzen. Ah. Ah. Dafür nehme ich einfach Pillar.
an den Pillars nicht, dann die nächste Foundation ein bisschen tiefer. Bitte. Und nur gucken, dass er auch tiefer geht, weil wenn man Pech hat, snappt die dann höher. So. Heben wir das wieder auf. Falls welche wundern, dass wir das so aufheben können, das ist in den Server-Einstellungen so eingestellt. Wer das in den Server-Einstellungen nicht kann, dann kann man das auch über die Game-INI einstellen. Seht ihr, und so kommen wir immer ein Stückchen tiefer. Das wird doch. Ja. So. Die Höhe sollte dann eigentlich schon passen. Ein Schiebe steht hier auch so stolz wie Oscar drauf auf dem So, Bühnenhof. ich denke, wenn ich jetzt noch tiefer gehe, glaube ich, komme ich unten drunter. Ja, wir könnten natürlich auch gucken, ob wir so ganz knapp da unten drunter. Ja, versuchen wir es. Wenn nicht, dann Durchführung müsste nicht. es wieder perfekt haben. Ja. Da, das sieht doch, ne? Mal gucken, ob er das so durchzieht oder ob die Ebene hier schief ist. Sieht doch gut aus. Jo, ich denke, tiefer geht nicht. Hast du fein gemacht. So. Wie viel? Warte, mal gucken. Mal Dann haben siehst. wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück haben wir. Oh, bei dem letzten müssen wir gucken. Kanone, ne? Ja, ich glaube, dann bauen wir die Kanone auf. Letzten aufhebe. Kommen die dran? Moment. Für Nehmen wir sowas haben wir doch die eine tolle S-Plus-Mumpel. Struktur. So. Nein. Ja, Gibt das nur wäre eine dann Form. ganz knapp vor der Mumpel. Ich meine, die Mumpel sollte noch davor stehen. Ja, müssen wir mal gucken. Dann müssen wir aber da hinten auch sehen, dass wir. Tja. Hier sind wir ein bisschen in eine Spitze rein. Tja, und wenn ich die wegnehme, sind wir vor der Spitze. Naja, dann hast du hier eine kleine Lücke. Das ist auch doof, ne? Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Ja, notfalls müssen wir dann nachher die Mumpeln halt hier vorne drauf setzen, auf die Ecke, ja. Ja, die, da sehe ich kein Problem drin. Die Ja, erstmal kann man wegnehmen machen. hier. Einfach mal hier vorne hinstellen. Bräuchte ich jetzt Wände, Schrägen und Ceilings. Ja, Pyro, ja. wie sieht denn das aus mit Pipi-Pause? Ah. Wahnsinn, frag. Oh nein, doch nicht jetzt. Ja, dann lass uns reingehen, dann kannst du kurz Pipi-Pause machen. Standbild. Standbild.
bin wieder da. Ich auch. Dann gucke ich noch mal nach Patientin hier. Ja, 15 Minuten. Muss ich mich auch noch beeilen. Hölle. Ja. So, die kann ich schon mal wegbringen hier. Dich brauche ich nicht mehr, dich brauche ich nicht mehr. So. Dann werde ich mir mal eben eine Zeichnung machen, wie ich das machen will. Und du kannst in der Zeit dann erstmal dein Päuschen machen. Ich denke, dann sagen wir von hier aus erstmal Tschüssikowski. Tschüss.